Herzlich willkommen zurück bei uns auf dem Kanal der A&M. Heute geht es um das Thema die 5 Punkte für einen besseren Online-Auftritt. Das sind genau die 5 Punkte, die wir euch jetzt mitgeben, die uns in den Beratungen aufgefallen sind, wo es vielleicht bei deinem Online-Auftritt eben noch Verbesserungen geben kann. Also das heißt, wir wollen jetzt genau schauen, was machen viele vielleicht noch nicht optimal, wo man jetzt genau ansetzen kann, damit du besser gefunden wirst oder eben auch besser zu Anfragen oder zu Mitarbeitern kommen kannst. Und an Punkt 1 wollen wir mal direkt mit Google My Business starten. Und zwar, ja, als erstes würden wir euch dafür mal ganz schnell mal empfehlen, natürlich einen Google My Business Account zu erstellen. Da habt ihr natürlich an erster Stelle die Möglichkeit, ja, dass natürlich auch Kunden euch natürlich auch dann auch bewerten können. Dafür würden wir euch auch natürlich auch empfehlen, direkt mal so einen Prozess zu erstellen, damit ihr natürlich auch viele, möglichst natürlich auch positive auch Bewertungen natürlich auch bekommt. Ne, das ist immer so der erste Step. Dazu natürlich auch sicherstellen, dass die ganzen Kontaktdaten oder die ganzen Daten, die man da natürlich hinterlässt, wie zum Beispiel die Seite, dass man natürlich schnell auf die Webseite kommt, dass die natürlich richtig verlinkt ist, weil da haben wir schon auch ein, zwei Fälle mal erlebt, wo einfach eine falsche Webseite sozusagen verlinkt wurde. Das war in dem Fall zum Beispiel meine alte und einmal ja, nochmal was komplett anderes. Also darauf natürlich schon mal achten, plus natürlich, dass die Kontaktdaten wie E-Mail-Adressen zum Beispiel, Telefonnummer oder auch natürlich die Adresse an sich, also wo man sich örtlich natürlich aufhält, auch natürlich auch korrekt sind. Auch ganz wichtig. Genau. Ein ganz großer Vorteil ist dann gerade auch, wenn man diesen Google My Business Account hat, dann findet man den Eintrag sogar auch, wenn man jetzt über Google Maps vielleicht das Ganze eingibt. Es gibt ja auch manche Personen, die dann eben auf Google Maps unterwegs sind, die suchen jetzt nach einem Terrassendach oder nach einem Küchenstudio und wollen gucken, wo ist das örtlich in der Nähe. Und wenn ihr da dann eben auffindbar seid und man von euch eben auch schon 10, 15, 20 oder 30 gute Bewertungen sieht, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass die Leute da draufklicken, sich bei euch informieren oder eben auch so als Laufkunde vorbeigefahren. Gut, in Punkt Nummer 2 geht es um das Thema eben um Siegel oder um Prüfabzeichen, Meisterschaften oder wie auch immer. Wir haben in ganz vielen Gesprächen auch schon davon gehört, dass jemand vielleicht mal zum Beispiel als Fliesenleger in einem Meisterschaftswettbewerb gewonnen hat oder im Photovoltaikbereich. Da gibt es auch manchmal Meisterschaften, wer am schnellsten und am qualitativ hochwertigsten die Anlagen aufbaut. Und diese Siegel oder diese Abzeichen, das ist wieder auch ein Punkt eben von Qualität, auch wenn man jetzt ein TÜV-Siegel hat, ein TÜV-Logo, TÜV geprüft ist, das sind einfach gewisse Qualitätsstandards, die man dort mit auf die Seite tun kann, die dazu führen, dass man auch wieder an Vertrauen dazu gewinnt oder Leute bei euch eben eher dazu geneigt sind, bei euch zu kaufen. Ja, ein gutes Beispiel dafür ist auch, wenn ihr, wir haben zum Beispiel einen Partner von uns, der ist im Küchenbereich tätig und der hatte einmal den Award gewonnen für die schönste Küche des Jahres X, das weiß ich leider nicht mehr genau, aber es ist auch natürlich schon mal ein super Punkt, weil es halt auch wieder auszeichnet, dass man einfach super schöne Küchen macht und das sollte man auf jeden Fall natürlich nochmal mit einbauen und ganz wichtig, was wir damit auch einfach sagen wollen ist, versteckt euch nicht von dem, was ihr wirklich tun könnt, weil wirklich viele Handwerksbetriebe neigen dazu, sich wirklich viel mehr zu verstecken, ja, obwohl sie halt super viele schöne Sachen halt umsetzen können, wie zum Beispiel verschiedene Siegel haben oder Meisterschaften oder ähnliches gewonnen haben, damit solltet ihr natürlich auch stolz einfach nach außen gehen, ne? Weil das unterscheidet euch auch wieder natürlich von anderen Handwerksbetrieben, nicht jeder kann das einfach anbieten, also seid natürlich euch nicht zu schade. Und ja, zeigt es natürlich auch schon mal sehr stark nach außen. Ja, und da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Also ob man jetzt vielleicht im Garten- und Landschaftsbaubereich da irgendwie mal auch beim Wettbewerb für den schönsten Garten gewonnen hat oder vielleicht ist man auch Mitglied in irgendeinem bestimmten Verband. Das haben viele auf der Seite, aber es kann einfach eben ein bisschen zu mehr Vertrauen führen. Genauso kann es auch sein, wenn man jetzt irgendwie sich bei irgendeiner wohltätigen Sache mit beteiligt oder das Ganze unterstützt und der Interessent vielleicht auch mit dabei ist, dass er sich, also dass er ein Gemeinsamkeitsgefühl hat und sagt, Mensch, das finde ich ja super, dass die jetzt genau sowas machen. Da bin ich halt eher geneigt dazu, mich da auch mal beraten zu lassen. Ja, dann kommen wir einmal zu Punkt 3. Und zwar bei Punkt 3 geht es darum, dass man dem Kunden wieder natürlich so, also die Möglichkeit geben sollte, sich so leicht wie möglich natürlich zu melden. Da geht es natürlich zum Beispiel darum, wenn man kein Kontaktformular auf der Website hat, dann darf ich auf jeden Fall eins erstellen. Ja? Und wenn man natürlich schon ein Kontaktformular hat, dann am besten natürlich das Ganze nicht, also 100 Sachen dann dementsprechend abfragen, ne? Sondern wirklich sich auf die wichtigsten Sachen beschränken, zum Beispiel natürlich auf die Kontaktdaten der Person, zum Beispiel natürlich der Name dann dementsprechend, ne? Adresse und ähnliches würde ich schon mal zum Beispiel nicht sehr stark im Detail halt wirklich abfragen, weil es natürlich auch den Kunden auch schon direkt auch mal auch abschrecken kann, sondern zum Beispiel um das Anliegen, worum es natürlich nochmal geht und wirklich wenige kleine Punkte, wie gesagt, das Ganze natürlich auch zusammenfassen, halt halten, ja, damit sich natürlich die Person auch schnellstmöglich dann auch natürlich nochmal melden kann, genau. Ja, wir schauen uns das natürlich auch immer vor jedem Gespräch an, also weil wenn du jetzt bei uns als Interessent in ein Gespräch reinkommst, dann wollen wir dir natürlich auch einen super Mehrwert mitgeben und dir auch schon Punkte mitgeben, die du umsetzen kannst,
egal ob du mit uns zusammenarbeitest oder nicht. Und da haben wir auch schon einige Sachen gesehen, dass entweder auf der Seite, dass vielleicht gar keine Telefonnummer da ist oder keine E-Mail-Adresse oder ansonsten nur diese beiden Punkte. Und wenn ich mich dann melden möchte, dann erschwert das natürlich immer die Kontaktaufnahme. Genauso, wenn du jetzt beispielsweise im Terrassenüberdachungsbereich unterwegs bist und da gibt es dann auch von vielen Herstellern irgendwelche Konfiguratoren und ich muss jetzt erstmal eine Bandbreite an Fragen beantworten, 20 verschiedene Fragen, okay, welche Größe möchte ich haben, wie soll das Fundament sein, von der Variante, welche Farben. Und das sind 20 Sachen, da weiß der Kunde manchmal gar nicht oder der Interessent dann, der weiß gar nicht, was soll ich da überhaupt auswählen. Genauso habe ich jetzt einen Konfigurator für eine Küche und ich gehe da drauf und das lädt super lange und ich muss dann da 30 verschiedene Sachen ausfüllen. Ja, das ist zwar super toll, um das durchzuplanen, nur der Interessent, der ist ja nicht der Experte. Das heißt, es hört sich vielleicht erstmal super toll an, sowas auf der Seite mit einzubauen, aber die wenigsten, die werden das dann eben schlussendlich auch komplett ausfüllen, geschweige denn auch irgendwie da Küchen jetzt direkt über die Seite zu kaufen, weil gerade in diesem Preissegment, wenn jetzt jemand was für 15.000, 20.000 Euro rund ums Haus kaufen möchte, der macht das jetzt nicht mit einem Klick, weil er sich das online ausgewählt hat, sondern der möchte von euch Experten eben die persönliche Beratung haben, der möchte das Vertrauen haben, wissen, okay, was ist die perfekte Lösung, individuell auf ihn abgestimmt, damit er dann sagt, alles klar, das möchte ich gemeinsam umsetzen, weil dann weiß ich auch, das hält hier auch eben ein paar Jahrzehnte und dann bin ich damit gut aufgestellt. Genau, plus nochmal zu dem Punkt, was Tim gerade angesprochen hat mit dem Konfigurator. Da im besten Fall natürlich auch ein Fachchinesisch einfach, also vermeiden, sehr stark vermeiden. Wieso? Weil wenn es dann um solche Themen geht, wo dann sehr stark bestimmte zum Beispiel Farben genannt werden sollte, wie zum Beispiel das Terrassendach aussehen sollte oder aus welchem Stoff zum Beispiel etwas genauer sein sollte oder Metall oder ähnliches, das weiß der Kunde tatsächlich nicht genau, was ihm halt wirklich in dem Fall halt helfen möchte, also helfen würde. Deswegen möchte natürlich auch der Kunde auch gerade eine Beratung auch von euch dazu bekommen, weil man auch nicht weiß, okay, sind bei mir überhaupt die Gegebenheiten vor Ort, um das natürlich, dass es das zum Beispiel Material besser passt oder ist doch das zum Beispiel auch wieder besser. Und dafür seid ihr halt natürlich auch da und natürlich nicht zu stark dem Kunden halt vorweg halt sozusagen das alles abfragen, weil es tatsächlich auch oft natürlich nicht besser weiter und er natürlich auch dann die Sorge hat zu sagen halt, hey, wenn ich jetzt hier zum Beispiel etwas Falsches eingebe, was passiert dann? Habe ich dann ist die Anfrage natürlich dann komplett unnötig? Habe ich euch dann zum Beispiel auch schon zu viel Arbeit damit gemacht? Und das möchte er natürlich auch vermeiden. Und dann kann es natürlich oft dazu führen, dass er sich halt gar nicht einträgt und dann zum Beispiel auch gar nicht auch bei euch Kunde wird. Ja, also da halt, wie gesagt, lieber etwas weniger und dann natürlich später halt mehr in der Beratung dann einfach rausholen, als zu Beginn natürlich zu viel und detailliert einfach abfragen. Genau. Gut, kommen wir einmal zu Punkt 4. Was uns da auch aufgefallen ist, ist, dass viele auf der Webseite gar keine Bilder haben. Das heißt, ich sehe nicht mal ein Bild, wer ist hier eigentlich der Geschäftsführer oder wer ist der Berater, wer ist der Mitarbeiter und so weiter und so fort. Es macht euch doch viel nahbarer, wenn ich schon mal weiß, Mensch, das ist jetzt der Interessent. Das macht euch ja viel nahbarer, wenn ich weiß, das ist jetzt mein Berater, wenn ich da hingehen würde. Ja? Deswegen würde ich euch immer empfehlen, tut da ein paar schöne Bilder eben von den Mitarbeitern drauf, packt da vielleicht auch mal ein Video drauf. Was natürlich noch optimaler ist, wenn man auch Kundenstimmen mit drauf hat. Nicht nur jetzt ein Screenshot von den Bewertungen, sondern vielleicht auch mal, wo man beim Kunden draußen war, hat jetzt eben die Terrassenüberdachung oder die Küche aufgebaut und der hat da ein schickes Foto oder sogar ein Video mit dabei, wo der mal von der Erfahrung erzählt. Mensch, wie war denn eigentlich die Beratung? Wie war es denn hier von der Montage? Wie war der Aufbau? Wie zufrieden ist der Interessent nach 2 Wochen, nachdem eben die Küche aufgebaut wurde? Das sind eben super Erfahrungswerte, wo der mögliche neue Käufer sich drinne wiedererkennen kann und sagen kann, okay, gut, das hat ja super geklappt, das wird bei mir vielleicht genauso ähnlich sein, sodass der dann viel eher dazu geneigt ist, sich bei euch beraten zu lassen. So, und dann kommen wir zu Punkt Nummer 5 und zwar bei Punkt Nummer 5 geht es um Mitarbeiterbewertungsplattformen wie zum Beispiel Kununu. Ja? Was meine ich damit? Und zwar geht es halt darum, dass ihr bei solchen Plattformen natürlich wie zum Beispiel Kununu oder ähnliches auch natürlich auch darauf achten solltet, dass ihr da natürlich auch von den eigenen Mitarbeitern natürlich jetzt, sage ich mal, korrekt auch bewertet seid. Also dass da natürlich keine falschen Sachen oder ähnliches drin stehen, weil ich zum Beispiel mit einem Partner von uns ein Beratungsgespräch halt geführt habe und dann hat er mir die ärgerliche Situation halt erzählt von ihm, dass ihm ein Kunde einfach dadurch abgesprungen ist, weil ein alter Mitarbeiter wirklich doof und falsche eine Rezension da einfach hinterlassen hat, die ihm einfach dazu geführt hat, dass mein Auftrag von über 30.000 Euro dann auch dadurch einfach verloren gegangen ist. Ja, da hatte der Kunde ein schlechtes Bauchgefühl, er konnte natürlich den Kunden dann selbst nachvollziehen und habe ihm dann gesagt, gut, dann machen wir es halt lieber erstmal nicht, weil er wollte halt wirklich nur, dass natürlich auch beide dabei auch ein gutes Bauchgefühl auch haben. Ja? Und hierbei ist, wie gesagt, auch einfach sehr wichtig,
achtet natürlich darauf, dass da natürlich auch alles, also korrekte Informationen natürlich auch drin stehen und natürlich auch nichts Falsches natürlich auch steht, weil das kann euch natürlich auch dann in der Hinsicht auch natürlich auch wieder schaden. Ne? Also genau. Gerade im Punkt, also hier geht es ja jetzt um das Thema der Neukundengewinnung. Wenn jetzt jemand sieht, Mensch, okay, der behandelt seine Mitarbeiter nicht ordentlich, dass dann jemand sagt, gut, okay, dann möchte ich da auch keinen Auftrag erzielen. Kann aber natürlich auf der anderen Seite auch dazu führen, wenn man jetzt neue Mitarbeiter gewinnen möchte und die sehen, okay, gut, wie zufrieden sind denn die Mitarbeiter, die jetzt gerade dort sind und die wollen sich informieren und die lesen sowas, dann schreckt das natürlich auch erstmal ab, dass die sagen, okay, gut, dann möchte ich mich da vielleicht erstmal nicht bewerben. Also das kann man beide Seiten betrachten, eben einmal die Neukundengewinnung und auch die Mitarbeitergewinnung, obwohl das jetzt in erster Linie erstmal nur eine Bewertungsplattform ist, um zu schauen, ob die Firma als Arbeitgeber für mich in Frage kommt. Aber es gibt eben auch, wie ihr ja erzählt habt, einige Interessenten, die schauen da auch mal drauf, ja, und die sehen dann, Mensch, okay, wenn das nicht passt, dann möchte ich mich dort auch nicht beraten lassen. Na klar, stellt euch mal vielleicht die Frage, wenn ihr jetzt von einem Unternehmen sehen würdet, hey, das hat, wenn man zum Beispiel, schreiben zum Beispiel die eigenen Mitarbeiter rein, dass es halt wirklich ein, mal ganz übertrieben gesagt, ein doofer Laden ist, ja, dann würdet ihr da, denke ich mal, auch natürlich euch nicht bewerben wollen oder halt natürlich dann den Auftrag auch dahinter machen wollen, wenn ihr merkt, okay, die sind zum Beispiel, sind jetzt irgendwie die Leute schlecht bezahlt oder herrscht einfach eine scheiß Stimmung oder ähnliches. Das ist auch etwas, was man natürlich auch vermeiden sollte. Gut, wir hoffen, wir konnten dir da draußen eben einen kleinen Mehrwert dadurch geben. Du kannst ja einfach mal checken, okay, wie bist du da eigentlich aufgestellt? Hast du einen guten Google My Business Account? Sind da alle Daten richtig hinterlegt? Checkst einfach, vielleicht gibt es noch irgendwelche Siegel, Abzeichen oder Verbände oder vielleicht kannst du sie noch welche organisieren, wenn du keine hast. Ja, wie ist aktuell dein Kontaktformular? Kann man da vielleicht noch was optimieren? Ja, mal ein neues Shooting machen, ja, und neue Videos oder Kundenstimmen einsammeln oder dich vielleicht eben auch auf irgendwelchen Plattformen natürlich zu registrieren oder generell auch Bewertungen einzusammeln, jetzt nicht nur für die Mitarbeiter, sondern eben auch schlussendlich auf Google. Ja. Genau. Wie gesagt, wir hoffen, es konnte euch natürlich weiterhelfen. Falls ihr natürlich auch Fragen dazu habt, gerne natürlich mal in die Kommentare reinschreiben. Da können wir euch natürlich auch gerne weiter unterstützen. Falls ihr natürlich noch weitere Ideen oder Anregungen habt, schreibt das natürlich auch nochmal gerne mit rein. Ja, wir danken euch natürlich für die Aufmerksamkeit und bis dahin erstmal.